Und der Hassan kommt aus, wie heißt das, Düsce? Ist das Düsce oder Dje? Düsce, okay. Mhm, gut. Ja, liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind bei diesem neuen Format, Frag den Botschafter. Und ich bin sehr erfreut, dass wir so viele Fragen bekommen haben. Wir haben die Fragen gesichtet und haben versucht, eine gute repräsentative Auswahl zu treffen. Und so haben wir insgesamt 14 Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interesse. Und ich darf anfangen mit einer Frage von Hassan aus Düsce. Und Hassan fragt, die politischen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland sind gut. Wie würden Sie die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und der Türkei bewerten? Welche Meinung haben Sie zu Themen wie Flüchtlingsabkommen und der Modernisierung der Zollunion? Die politischen Beziehungen sind gut. Ich würde mir wünschen, dass sie noch besser wären. Ich glaube, wir können noch viel mehr machen im Bereich parlamentarische Beziehungen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft. Da können wir die Kooperation noch deutlich ausbauen. Und ich hoffe, dass wir da hinkommen. Die EU und die Türkei-Beziehungen sind natürlich ganz zentral. Das ist etwas, was mich hier auch tagtäglich sehr stark beschäftigt. Die EU hat ein starkes Interesse an kooperativen Beziehungen, einer positiven Agenda mit der Türkei auf der Basis von Gegenseitigkeit. Und daran arbeiten wir zurzeit. Ich glaube, zurzeit haben wir ein Fenster der Gelegenheit, eine wirkliche Chance, hier weiterzukommen. Die EU muss ein Mandat für die Modernisierung der Zollunion zum Beispiel verabschieden. Daran arbeiten wir. Die Türkei muss auch liefern. Wir würden uns wünschen, dass von der Türkei auch positive Entspannungssignale in Richtung Zypern und Griechenland ausgehen und auch, dass sich die Türkei in Richtung EU, gerade was Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit angeht, hinbewegt. Tulpa Ata aus Isparta fragt, Sie sind seit Oktober 2020 in der Türkei. Welche Erfahrungen haben Sie seitdem mit Corona gemacht? Das ist ein Thema, das wir jeden Tag viele Stunden besprechen, denn die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen ist natürlich eine ganz, ganz hohe Priorität für uns. Wir halten uns an die Empfehlungen der türkischen Regierung. Der einzige Wermutstropfen, den ich auch erwähnen muss, ist, dass wir natürlich aufgrund dieser Restriktionen nicht so reisen können und das Land nicht so kennenlernen können, wie wir uns das wünschen würden. Aber wir hoffen sehr, dass dann, sobald die Pandemie einigermaßen unter Kontrolle ist, wir auch die Türkei in all ihren Regionen viel, viel besser kennenlernen können, auch dadurch, dass wir dann und vermehrt auch Menschen außerhalb von Ankara und Istanbul kennenlernen dürfen. Gizem aus Ankara fragt, zuvor waren Sie an der ständigen Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York. Welche Unterschiede gibt es zwischen Ihrer damaligen und Ihrer aktuellen Arbeit in Ankara? Wie empfinden Sie das Leben und Ihre Arbeit in der Türkei? Also zunächst einmal sind das beides sehr spannende Dienstorte für mich. Ich bin sehr froh, hier in der Türkei zu sein. Die Arbeiten sind ganz unterschiedlich, weil ich bei den Vereinten Nationen natürlich im multilateralen Bereich gearbeitet habe. Das heißt, dort, wo über 200 Staaten zusammenarbeiten, und zusammen diskutieren. Und hier geht es natürlich eher um unser Verhältnis Deutschland zur Türkei. Das ist von der Natur her eine ganz andere Aufgabe, aber ebenso spannend. Ich bin sehr, sehr froh, hier in der Türkei zu sein. Es ist ein tolles Land. Ich bin von der Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Menschen hier nach wie vor sehr, sehr begeistert und freue mich, hier zu sein. Burak Egemen aus Istanbul fragt, ich bin Medizinstudent. Während meines Studiums möchte ich ein Praktikum in Deutschland absolvieren. Aber es gibt momentan Reisebeschränkungen. Ist eine Befreiung von den Einreisebeschränkungen für Praktikanten im Gesundheitswesen geplant? Das sind natürlich schwierige Fragen zurzeit. In dieser Covid-Zeit haben wir leider Gottes überall auf der Welt Reisebeschränkungen, auch in Deutschland. Wir versuchen, so pragmatisch und flexibel wie möglich zu sein, aber die Pandemie und der Schutz unserer Bürger und natürlich auch unserer Gäste hat Vorrang. Die gute Nachricht ist, dass man Praktika unabhängig von der Branche dann durchführen kann, grundsätzlich, wenn der Mindestaufenthalt 6 Monate beträgt. Und für Medizinstudenten und für Praktikanten im Gesundheitswesen ist es sogar möglich, wenn der Mindestaufenthalt unter 6 Monaten liegt. Erol aus Kayseri. In der Türkei behaupten manche Kreise, dass Deutschland neidisch auf die Türkei ist. Stimmt das?
Also, ich würde sagen, Neid ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich glaube nicht, dass Deutschland neidisch auf die Türkei ist. Deutschland ist ja auch ein großes Land, vergleichbar mit der Türkei, ein starkes Land, ein erfolgreiches Land, ein diverses Land. Aber richtig ist, dass viele Menschen in Deutschland dem Land Türkei eine hohe Wertschätzung gegenüber ausdrücken. Das zeigt sich ja auch darin, dass vor der Pandemie in normalen Zeiten, also 2019 zum Beispiel, noch 5 Millionen Deutsche in den Urlaub in die Türkei gereist sind. Ali aus Istanbul fragt, ich lebe in Istanbul und bin ein junger Fan von Deutschland. Ich möchte gerne deutscher Honorarkonsul in Çanakkale werden. Können Sie mir dabei helfen? Ich fürchte, ja und nein. Das ist nicht so ganz einfach, Honorarkonsul zu werden. Da gibt es einige Voraussetzungen. Man muss sehr gut Deutsch sprechen. Man muss sehr gut vernetzt sein in seiner Heimatregion. Man muss starke Beziehungen zu Deutschland haben. Man muss auch in der Wirtschaft sehr vernetzt sein. Aber es gibt sehr viele Interessenten für Honorarkonsulposten. Und insofern finde ich es erstmal gut, dass es hier ein Interesse gibt. Wenn dieses Interesse ernsthafter Natur ist, dann müssen wir uns das vielleicht nochmal etwas genauer angucken. Yeshim aus Istanbul fragt, Deutschland erwirtschaftet 2019 mit 276 Milliarden US-Dollar zum 4. Mal in Folge einen Leistungsbilanzüberschuss. Was steckt hinter dieser Wirtschaftskraft Deutschlands? Ich denke, dahinter steckt eine ganze Menge. Ein Leistungsbilanzüberschuss ist nichts, was eine Regierung beschließen kann. Deutschland hat einen starken Leistungsbilanzüberschuss, weil deutsche Produkte in der Welt nachgefragt werden. Deutschland ist traditionell eine Exportnation. Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist vor allem der Mittelstand. Kleinere, mittelgroße Unternehmen, die ganz, ganz spezielle Produkte herstellen, die niemand sonst auf der Welt in dieser Qualität und Verlässlichkeit herstellen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein des deutschen Wirtschaftserfolgs. Dann fragt Ali aus Trabzon, es gibt Berichte über fremdenfeindliche Übergriffe in westlichen Ländern, auch in Deutschland. Wird das einfach hingenommen, werden Muslime in Deutschland diskriminiert? Ja, lieber Ali, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Also zunächst einmal werden Muslime in Deutschland diskriminiert? Grundsätzlich natürlich nicht. Muslime, die in Deutschland leben, sind Teil unserer Gesellschaft. Sie sind unsere Bürger, wenn ich das so sagen darf. Und wir nehmen natürlich jeden Übergriff, jede Verletzung von Rechten sehr, sehr ernst. Es hat leider einige Vorfälle gegeben. Das bestürzt uns sehr. Polizei, Gerichte und alle, die damit zu tun haben, nehmen das sehr ernst und gehen jeder einzelnen Tat natürlich entsprechend nach. Generell würde ich aber auch darauf hinweisen, dass diese Fälle, die es leider gibt, eher die Ausnahme darstellen. Und grundsätzlich ist das Zusammenleben eigentlich sehr, sehr positiv und konfliktfrei. Dennis aus Ankara fragt, im Wintersemester 2021-22 möchte ich mich für einen Masterstudiengang in Deutschland einschreiben. Ist hierfür eine Covid-19-Impfung zwingend erforderlich? Wird man internationale Studenten, die bis zum Semesterstart keine Impfmöglichkeit haben, eine Impfung nach der Einreise in Deutschland anbieten? Ja, also zunächst einmal würde ich dazu sagen, dass es in Deutschland keine generelle Impfpflicht gibt. Also wenn gefragt wird, ob das zwingend erforderlich ist, dann ist die Antwort erst einmal nein. Aber wir hoffen eben doch alle, dass wir zum Start des Wintersemesters die meisten Menschen geimpft sind. Und soweit ich auch die türkische Impfkampagne verstehe, wird es ja auch für jüngere Menschen bis zum Oktober dann möglich sein, eine Impfung zu erhalten. Also insofern wünsche ich uns allen, dass wir relativ schnell geimpft werden. Hakan aus Istanbul fragt, in welche Richtung wird sich in naher Zukunft Demokratie und Bürokratie entwickeln? Ja, eine gute Frage. Die Demokratie, um damit anzufangen, hat sich auch gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie deutlich und noch einmal sehr stark bewährt. Natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen, das gehört zum Wesen der Demokratie. Aber am Ende, wenn die demokratisch gewählten Vertreter Entscheidungen treffen, dann sind sie auch legitimiert und dann hat das eine große, große Wirkungskraft und Bestandskraft. Und insofern ist die Demokratie hier ganz wichtig. Zur Bürokratie denke ich, dass wir im Nachgang zur Pandemie sicherlich auch einige Änderungen sehen werden. Die sehen wir ja jetzt schon. Es gibt viele Wege und Möglichkeiten im Rahmen der Digitalisierung, die heute schon genutzt werden. Wir müssen uns überlegen, welche positiven Schlüsse können wir denn eigentlich aus diesen Erfahrungen während der Pandemie ziehen. Gökhan Baştürk fragt, was hat Sie in der Türkei bis jetzt am meisten verwundert, überrascht? Ja, also eigentlich gar nicht so viel. Ich kannte die Türkei auch vorher schon ein wenig. Bin immer wieder von der Herzlichkeit und der Gastfreundschaft der Menschen in
der Türkei begeistert. Eine Sache allerdings, die mich jetzt vor kurzem doch etwas überrascht hat, war, dass die Türkei aus der Istanbul-Konvention ausgestiegen ist. Ich habe schon viele Gespräche mit meinen türkischen Freunden und Partnern darüber geführt. Ich habe die Argumentation der türkischen Regierung zur Kenntnis genommen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, fällt es mir immer noch sehr schwer zu verstehen, warum man aus einer solchen Konvention, die ja dem Schutz von Frauenrechten dient, austritt. Das war eigentlich etwas, was mich ein bisschen überrascht hat und bis heute überrascht. Ich hoffe, dass wir in den Gesprächen mit unseren türkischen Freunden da vielleicht noch eine Lösung hinbekommen. Das wäre mir sehr wichtig, das wäre auch unserer Regierung sehr wichtig, weil ich weiß, dass auch viele in Deutschland und in Europa diese Entscheidung nicht wirklich verstehen. In diesem Jahr fragt Leila aus Diyarbakır, finden Wahlen in Deutschland statt? Angela Merkel wird nicht mehr als Regierungschefin kandidieren. Was bedeutet das für Deutschland und die deutsch-türkischen Beziehungen? Es gibt die Bundestagswahl am 26. September und es wird als Ergebnis dieser Bundestagswahl eine neue Regierung geben und dieser Regierung wird Angela Merkel nicht mehr angehören. Das ist ein Faktum. Sie hat das mehrfach gesagt und bestätigt das immer wieder. In einer Demokratie ist es allerdings auch normal, dass es einen Wechsel an der Spitze der Regierung gibt. Es wird also einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin geben. Aber eines möchte ich an dieser Stelle auch noch sagen, egal wer auch die nächste Regierung stellen wird, eines ist, glaube ich, wird für jede deutsche Regierung klar sein, dass die Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern für jede Regierung, egal welcher politischen Couleur, eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Taifun aus Ankara fragt, befürworten Sie eine nähere Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen in der Türkei? Diese Frage ist einfach, da kann ich sagen, ja. Absolut. Das ist für uns sogar, das befürworten wir nicht nur, sondern das unterstützen wir, wir ermutigen das. Es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir zwischen Deutschland und der Türkei eben nicht nur Beziehungen zwischen den Regierungen haben, sondern dass diese wichtige Beziehung auf allen Ebenen stattfindet. Also zwischen den Parlamenten, zwischen Journalisten, zwischen Kulturschaffenden, zwischen der Wirtschaft und eben auch, und ganz wichtig, zwischen der Zivilgesellschaft. Hazal aus Ankara fragt, wie bewerten Sie die deutsche Außenpolitik seit dem Ende des Kalten Krieges? Gibt es seitdem eine Kontinuität oder einen Wandel in der deutschen Außenpolitik? Es gibt eigentlich beides, es gibt aber, ich würde sagen, mehr Kontinuität als Wandel. Deutsche Außenpolitik ist vor allem Friedenspolitik, und zwar Friedenspolitik, die wir nicht alleine als Deutschland machen wollen, sondern die wir zusammen mit unseren Alliierten, Freunden und Partnern machen wollen. Und diese Politik beruht auf drei ganz grundlegenden Säulen. Das ist zum einen die europäische Säule in der Europäischen Union. Das ist zum zweiten die transatlantische Säule, vor allem in der NATO und mit unseren amerikanischen Partnern. Und das dritte ist die globale Säule, die wir in den Vereinten Nationen bespielen und nutzen, wo wir mit allen Staaten der Welt ganz, ganz eng zusammenarbeiten.